Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur aktuellen Bombenteststrecke. Ich habe wieder was Neues gebaut und werde es euch auch nach der Aufnahme des Videos hochladen in meinen Workshop-Folder hinein. Also das könnt ihr dann einfach runterladen und selbst damit ein bisschen rumexperimentieren. Ich zeige euch geschwind, was Sache ist. Die Bomben werden wir hier testen auf diesem Testfeld. Damit entsichern wir die Bombe. Damit zünden wir die Bombe. Dann haben wir hier noch hautnah zwei Kerle, die sich die Bomberei anschauen. Ja, noch so ein Stuhl, der Koffer von jemandem und dieser ganze Kram. Das ist natürlich alles sinnvoll aufgebaut, ja. Die Stärke der Zerstörung soll Stück für Stück gezeigt werden, also wie stark die einzelnen Bomben sind. Hier ist ein Flugzeug, hier ist ein Holzgerüst und hier sind eben Türmchen mit, Containern. Wow. Ich dachte, das fällt um. Die umfallen können, ja. Und natürlich auch ganz strategisch gesetzte Melonen, die wiederum als Schockindikatoren genutzt werden. Um zu schauen, wie weit die Druckwelle auch auf diese diffizilen Geschichten... Hoppala. Hier stehen auch noch ein paar Container, da sind Fässer. Da hinten ist noch ein Haus, ja. Mit Auto und einem Gastank. Das wird ein Spaß. Die Bomben werden wir, wie gesagt, hier testen. Und die ganze Geschichte hier hinten, das ist auch noch Teil des gesamten, Testumfangs. Die werden wir dann von hier zünden. Hinter dieser Mauer werden wir stehen. Damit machen wir sie scharf. Und damit macht's bumm. Also eigentlich zünden wir damit die Bomben an. Und dann machen sie halt ein paar Sekunden danach dann bumm. Aber ich möchte ein bisschen wegstehen können. Ich habe hier eine Kamera vorbereitet, die alles perfekt im Auge behält. Und ja, ich würde sagen, legen wir los, ne? Die letzten beiden Videos haben wir uns ja um die G-Bombs gekümmert. Ich weiß nicht, ob wir da schon alles durch haben, aber ich habe mir jetzt mal dieses H-Bombs geholt. Das haben mir auch ein paar empfohlen und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Es gibt hier auch Nukes, aber die kommen natürlich am Schluss, ne? Das sind noch irgendwelche Raketen. Das hier, die sehen auch ziemlich fett aus. Mal gucken, wie... Auch obwohl. Oh, die geht ja eigentlich. Die hält sich ja noch in Grenzen. Aber wir fangen dennoch mal hier mit dem Kram an, ja? Wir machen mal eine einfache Soda. Das Geräusch. Die scheint sehr schwer zu sein. Ich muss sie halt genau in diese Strahlen stellen. Jetzt wird sie nicht richtig gezündet. So, sie steht perfekt drin. Ich hoffe, dass das überhaupt was ist, was in Luft fliegen kann und nicht einfach nur getrunken werden kann oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so groß ist, deswegen werde ich gleich hinrennen, wenn wir sie gezündet haben. Also ich mache sie erstmal scharf. Habt ihr das gehört? So, die ist scharf. Und jetzt werde ich sie anzünden. Macht euch bereit. Hä? Warte. Okay, wir bleiben mal hier stehen, für alle Fälle. Alles klar, da haben wir etwas vorgegriffen. Wir nehmen mal... Ich dachte, die wäre klein. Wir nehmen mal hier so eine Combine-Bomb. Guck mal, ach, putzig. Putzig, winzig, binzig. So, sie ist platziert. Ich gehe nach hinten, da sieht man mich davon hoppeln. Ja, ich würde sagen, zünden wir die ganze Geschichte mal. Ich aktiviere sie. Ich zünde sie. Ich mache mal die Kamera an. Komm, wir gucken mal von oben. Alter, was ist das? Ich renn mal hin, ich renn schon hin. Stopp! Also unser Liebespaar ist noch da, aber leicht verschoben. Die Kistchen sind umgefallen, die Fässer sind nicht in die Luft gegangen, okay. Das Haus ist auch noch da. Geht aber nicht auf. Oh, es löst sich irgendwie. Die nächste Bombe, würde ich sagen, ist diese Cluster-Bombe. Ja. Wir starten den Spaß wieder. Aktiviert. Entzündet. Und nochmal aus nächster Nähe. Aha, aha, aha. Ich weiß nicht, wie die zwei da oben noch stehen können. So, als nächstes nehmen wir mal diese Fuel Air Bomb. Ich denke, die sieht doch... Ja, die sieht ganz schick aus. Ich hoffe, dass die rein explosionstechnisch einfach schöner aussieht als die anderen beiden jetzt, weil die waren vom Aussehen her einfach nicht schön. Die waren nicht schön, hoppala. So, also, los geht's. Entsichert und gezündet. Kamera ist an. Ich stelle mich ein bisschen hinter die Wand. Oh! Das hat aber ganz schön gebollert. Einige von den Fässern sind in die Luft geflogen, aber komischerweise die hinteren nicht, sondern nur vorne ein paar. Hier hinten brennt das Gerüst. Hier liegen... Oh, die Melonen müssen wir gleich überprüfen. Das Haus sieht nicht mehr ganz in Ordnung aus. Die hier sind einfach komplett gerade umgefallen. Das heißt, die hat es gar nicht hart erwischt, ne? Die Dinger hier. Also das sieht man, die sind einfach... Die sind nicht davon geflogen, sondern nur umgefallen. Melonentechnisch. Wir hatten nach rechts 10 und nach oben 10 Melonen vom, vom Zentrum aus. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Melonen. Das heißt, nur die ersten 3 sind kaputt gegangen. Der Rest ist ein bisschen weggerutscht. Nach hinten hin... Hat es doch ein paar mehr erwischt. Da sind nämlich nur noch 5 übrig. Liegt da noch eine drunter? Nein. Ja, aber sonst bin ich eigentlich enttäuscht. Ah, warte mal, wo sind unsere... Ach, guck mal, da sind sie. Oh, noch enger umschlungen als davor. Hey, halt, stopp. Warte mal. Das Ding habe ich mal gebaut hier, das Flugzeug. Das Haus und das Holzding sind nicht von mir. Deswegen weiß ich zufällig, dass es auf 0.
die Dinger angeht. Eine Napalm. Guck mal da, was ist denn das? Oh, putzig. Die nehmen wir mal, diese J-Dam. So, locker flockig vom Hocker. Hoppala. Here we go. 3, 2, 1. Oh! Kamera, fuck, ich bin tot. Auf ein neues, aber diesmal schaue ich lebendig zu. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Wir sehen, wie die Sachen rumfliegen. Oh! Pff, warum sind denn die Fässer noch ganz? Also, die war schön. Da kann man nichts sagen. Es war ein sexy Ding. Richtig nice. Guck mal, hier oben haben wir eins draufgeschmissen. War natürlich geplant, ja. Also, ich würde sagen, das war bis jetzt die schönste. Die hat mir am meisten gefallen. Ja, muss ich echt sagen. Melonentechnisch, auf der Melonenskala. Da kann man gar nicht mehr so richtig identifizieren. Hier ist die Startplatte, die ist komplett verkohlt. Wir haben hier überall Melonen rumliegen. Die hat wohl nicht so einen, tödlichen Druck. Irgendwie sind die noch alle ganz, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sind da mehr draus geworden? Mehr Melonen? Naja, auf jeden Fall hat das Ding ganz schön reingehauen. Aber nicht so tödlich wie alles andere. Nehmen wir diese Napalmbombe noch. Komm, ich will ein bisschen Feuer sehen. Oh ja, guck mal, die Army. Ich fliege auch direkt wieder hin. Irgendwie ist die Kamera, ich glaube, die ist zu nah. Warte mal, die ist einfach zu nah. Vielleicht geht's so besser. So, wir gucken mal. Startsequenz wird eingeleitet. 3, 2, 1, Hans Wurst. Wow. Wow. Das sah jetzt von weiter weg nicht so richtig krass aus, aber ich glaube, von nahem ist die ganz cool. Mal gucken, ich glaube da... Ja, guck mal, die ist richtig nice. Guck mal, wie das Zeug hier abfackelt. Ja gut, aber das ist ja noch ganz lächerlich. Oh, warte mal. 80 Zilliarden Punkte auf der Melonenskala. Welche nehmen wir denn als nächstes? Die Mo... Okay, ich glaube, die behalten wir noch ein bisschen. Wir nehmen mal die Thermo-Bar. Die hat den gleichen Namen wie eine Bombe aus dem anderen Bomben-Add-on. Und das war damals schon meine Lieblingsbombe. Das heißt, die hat jetzt hier wirklich... Oh mein Gott. Ich höre Melonen-Stücke. Die ist cool. Die ist wirklich saucool. Achtung, noch einmal von weiter weg. Diesmal lasse ich es aber einfach fallen, so wie sich das gehört. 3, 2, 1. Let's go. Ich bin entzückt, ich bin wirklich entzückt. Man hört an der Seite, wie die Fässer in die Luft fliegen. Da, außenrum, ne? Man sieht die Löcher. Aber die hier, dass die nicht hochgehen, dass die Bombe nicht stark genug ist, um keine Ahnung, 20 Meter nach vorne was zu machen, ich weiß auch nicht. Die Melonen hier hinten sind nicht kaputt, die hier vorne aber schon. Also, die hat eine Wirkung so nach hinten. Der Boden steht, das geht natürlich nicht. Und wo sind unsere zwei Badenden? Achso, direkt noch dort? Lächerlich, Alter. Leute, macht doch mal was. Macht doch einfach mal was, Jungs. Komm schon. Haut mal richtig rein. Ja, dance. Ja, ab geht's. Was haben wir hier denn noch? Wir haben noch die, diese 500 Bums. 3, 2, 1. Sie brennt, sie ist gezündet. Wir schauen mal. Die ist auch nice. Die ist ziemlich nice. Aber guckt euch das mal an, die Entfernung. Das ist doch lächerlich. Warte mal. Guck mal, hier sind jetzt die Fässer. Guck mal, ich bin wirklich sehr nah an den Fässern. Pff, Daisy... Ah! Die Daisy-Cutter, die nehmen wir jetzt. Ich gab die Wets. Pass auf, halt dich fest. So, jetzt will ich aber wirklich alles sehen. Komm schon. Cut mal was. War das jetzt die krasseste? Ich weiß es nicht. Guck mal, der rote Container ist fast ins Wasser gefallen. Wo sind denn die Melonen? Was, die sind noch ganz? Komm, erzähl nicht. Was sind das für Melonen? Sind die aus Stein? Die meisten Holzgegenstände sind kaputt. Aber dass die Melonen nicht kaputt gehen, ich meine, guck mal. Ha, habe ich mir selber gedacht. Ah, ich habe mir auch unseren Boys nicht geguckt. Die müssen wir nochmal fallen lassen, sorry. Und zwar aus der Perspektive. Hm. So, wo sind sie denn? Hier ging die Bombe hoch. Echt stark, die ist wirklich stark. Wo ist die Badewanne? Ich denke, sie ist so in die Richtung geflogen. Ah, da bin ich, guck mal, da bin ich. Ich finde dich, Kamera. Warte. Hallo. Naja. Ah, da ist die Badewanne. Guck mal, die steht direkt hier neben dran. So, haben wir da überhaupt noch was? Die haben wir alle schon. Die fehlen noch. Das fehlt noch. Und ja, die fehlen noch. Guck mal, Schrapnellgranate. Lächerlich, Alter. Aber was ist, wenn ich die Badewanne nehme? Ganz viele Schrapnelldinger reinmache. Die fallen einfach runter. Oh, oh. Die sind alle ready, okay. Und ich mach die alle an und ich kipp die aus. Du musst vorsichtig sein beim Kippen. Sonst gehen die schon zu früh hoch, weißt du? Und ich lasse die Badewanne auch los, jetzt. Oh. Und die gehen alles noch. Nee, oder? Der wäre fast...
Oh, er ist umgefallen. Nice. Wow. Auf dem Fass. Aber dass die Fässer nicht hochgehen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ja voll Mühe gegeben und so ein Parcours gebaut. Ich glaube, bis jetzt der größte. Hier mit diesem Maß. Da fällt mir ein mit dem Maß. Warte mal. Die werden in Kette gezündet. Guck mal, wenn ich da so ein paar hinmache. So, und die zünde ich jetzt mit der Hand. Ja! Komm schon. Ah, ja, ja. Oh. Wow, wow, wow. Geh weg. Ey, aber die Melonen überleben. So. Wenn der Haufen jetzt nicht in die Luft fliegt, rasch dich aus. 3, 2, 1, 1. Go, 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 go. So, langt mal jetzt mit Eich. Feuer. Scheiße, du Kacke. Ja. Wir waren siegreich. Ich glaube, so langsam, wie ich hier rumkacke, schaffen wir nur die. Fusion Bomb, zack, rein mit dir. Testen, los geht's. 3, 2, 1. Ist auch geschaltet. Sie brennt. Hauptfusionsbombe, was hast du drauf? Ich gehe mal ein Stück zurück, die hört sich irgendwie krass an, oder? Okay. Ich glaube, das kann man... Ich wollte eben sagen, ich glaube, das kann man wirklich ohne Bedenken anfassen. Aber nein. Nein, nein. Ich bin tot. Aber diese Melonen wieder, das ist nicht wahr. Das gibt's nicht. Nächste Bump. Gasbump. So, der Kessel ist aufgesetzt, Leute. Keine Sorge, es ist noch Suppe da. Bum und bum. Und let's go, let's go, let's go, let's go. Come on, come on. Obwohl, das ist ja nur eine Gasbombe. Was wird größer? Wahrscheinlich ersticke ich. Ja gut, wie Napalm. Lächerlich. Guck mal, ich meine, okay, wow, wow. Also das Feuer ist wirklich tödlich für die Melonen. Guck mal. Blöde Dinger da. Implosionsbombe. Implodiert die? Implosion Bomb, ja. Das hört sich stark nach einem Zusammenzug an, der ganzen Geschichte. Pass mal auf, wie wahrscheinlich gleich alles in die Mitte gezogen wird. Wir kommen hier näher dran. Das kann man locker aushalten hier, oder? What? Ja, ich höre Fässer, die... Oh mein Gott. Die Sachen sind bis an die Levelgrenzen geflogen. Oh Gott, die geht noch weiter. No, 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 no. Jetzt sind wir gut hier, Fräulein. Guck mal, das war bis jetzt wirklich... Also nach der Atom... Oh nein. Unsere Badeanstalt-Besucher. Ich würde sagen, das war wirklich... das hat ganz schön Eingewäsche da. Der Brunnen, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, der hat sich gar nicht bewegt, ne? Der hat sich... Ach, guck mal. Der ist aber auch ganz leicht. Ach, guck mal, der ist auch hohl. Lächerlich, der kann ja gar nicht fliegen. Guck mal, wenn ich ihn schmeiß, der bleibt einfach stehen. Aber ich glaube, die Melonen haben wir besiegt. Oh, sag bloß, die haben sich nur verschoben. Komm schon. Das ist doch nicht wahr. Guck mal, wie leicht die kaputt gehen. Wie können die denn ganz bleiben? Die werden 4 Maps weitergeschoben, die Kackdinger. Und die Melonen, ist mir egal, ist mir egal. Aber wenn du so schief anguckst, dann sind sie kaputt. Ich würde sagen, die Moab nehmen wir am Schluss, ja? Wir nehmen mal diese Vulkan. Boah, das ist ein Vulkan. Sieht aber eigentlich ganz anders aus, so ein Ding. Wir gucken uns das einfach mal so von hier. Ich glaube, ich bin manchmal echt zu nah. Ich bin... Wow. Alter, guck mal. Das heißt... Der hat auch einfach mal die ganze Map abgefackelt. Das heißt, die Wassermelonen müssten jetzt eigentlich weg sein. Guck mal, ist das jetzt heiß da drin? Mhm. So, Wassermelonen, wo habt ihr euch versteckt? Wie ich runtergehe, um unter die Brücke zu gucken. Oh, bestimmt im... Nein. Nee. Nee. Nee! Ja, und zu guter Letzt die Moab. Die Mother of all Bombs. Männer, Achtung, die kommt so ein bisschen zu euch in die Badewanne. Tut mir leid. Oh, sie ist scharf. Sie ist direkt scharf. 3, 2, 1. Moins! Ich gehe hier hin. Jetzt habe ich echt Schiss. Ich gehe hier hin. Oh! Sind sie da weg? Ah, nee, das ist nur irgendwie Dreck gewesen. Ja, die war jetzt aber auch nicht so krass, oder? Das war jetzt wirklich nicht sonderlich. Nee, Quatsch hier, was hier passiert. Nee, nee, nee. Ja. Sag gar nicht, wie du dir das vorstellst, so lächerlich ein Bämmchen da. Das kannst du doch komplett den Hasen geben, die Scheiße, oder? Und da musst du hin, da musst du ran. Auch mal was Großes nehmen, ja? Auch mal einfach eine große Kanone nehmen. Die Notwendigkeit muss man erkennen, die Notwendigkeit. Ich sag's immer wieder. Auch mal was wagen, einfach mal was wagen, weißt du? Auch wenn du dich nicht traust, komm einfach mal ran in den Speck und dann mal ran, hast du hier. Genießen mal so einen Erfolg, ja? Muss auch mal ein bisschen übertreiben. Komm schon mal ran und gucken, was passiert. Ja? Einfach mal die Jungs abfackeln lassen, durchfahren und peng. Geht doch.